Die Erzgebirgssparkasse führt ein neues Serviceterminal ein, um näher am Kunden zu sein. Das ist heute ein Thema bei uns und damit steigen wir ein in eine neue Woche mit Informationen aus unserer Region und für unsere Region. Heute ist Montag, der 19. Oktober und hier ist Megional, Ihre tägliche Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Erzgebirgssparkasse hat in der vergangenen Zeit einige ihrer Filialen geschlossen. Denn auch ein Kreditinstitut muss auf seine Zahlen schauen. Um trotzdem nah am Kunden zu sein, stehen vielfältige Angebote zur Verfügung, um beispielsweise die Kunden mit Bargeld zu versorgen oder Überweisungen zu tätigen bzw. Überweisungsträger abzugeben. Das Serviceangebot soll nun um ein neues Terminal ergänzt werden. Meine Kollegin Nicole Fugmann-Müller hat sich die neue Möglichkeit, mit der Sparkasse in Kontakt zu treten, einmal erklären lassen. Die Erzgebirgssparkasse muss sparen und hat ihr Standortkonzept gestrafft. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass 17 Filialen in Servicestandorte umgewandelt werden, an denen eine neue Servicestelle namens DIPS zum Einsatz kommt. Dabei wird die Anwesenheit von Mitarbeitern vor Ort durch die Möglichkeit ersetzt, sich mittels Videotelefonie mit einem Ansprechpartner zu verbinden. 4 Standorte werden komplett geschlossen, darunter auch Großrückerswalde. Also ab 11.01.2021 werden wir noch mit 40 Filialen im gesamten Erzgebirgskreis präsent sein. In diesen 40 Filialen sind 17 Servicefilialen enthalten, wo eben der persönliche Service über DIPS, unseren Dialogpunkt, gewährleistet wird. Wir werden darüber hinaus 32 SB-Stellen haben mit einem 24-Stunden-Zugang zu Geldautomat, zum Kontoauszugsdrucker und zu einem Überweisungsservice. Das kann mal ein Terminal sein, das kann auch ein einfacher Briefkasten sein, wo man die Überweisung reinlegen kann. Und darüber hinaus werden wir weitere 36 Bargeldauszahlstellen haben. Wir haben ja heute schon 25 Bargeldagenturen im ganzen Erzgebirgskreis. Das sind Händler, die für uns die Bargeldauszahlung übernehmen. Und das wollen wir künftig sogar noch ausbauen an den Stellen, wo wir mit unserem Bargeldservice nicht mehr zur Verfügung stehen. Denken Sie, dass Sie damit den gewohnten Service in der Landschaft aufrechterhalten können? Ja, da bin ich absolut überzeugt davon. Also wenn Sie gerade mitgerechnet und mitgezählt haben, sind es ja immer noch 108 Standorte, wo die Sparkasse präsent sein wird. Und wir haben damit zum einen deutlich mehr Standorte als unsere Wettbewerber. Und wir gehören in Ostdeutschland immer noch zu den Sparkassen, die höchste Filialdichte aufweisen. Und das wollen wir uns auch leisten, das sind wir unseren Kunden schuldig. Natürlich wird es nicht mehr so genau aussehen, wie es bisher immer war. Das wird eine Veränderung mit sich bringen. Aber schauen Sie, wir sind jetzt 180 Jahre alt und diese 180 Jahre waren geprägt von ständigen Veränderungen. Und weil wir diese Veränderungen, diese Herausforderungen angenommen haben, sind wir eben heute immer noch eine starke Erzgebirgssparkasse. Das wollen wir auch in Zukunft sein. Und deswegen müssen wir da auch was tun. Der neue Dialogpunkt Plus, kurz DIPS, den die Erzgebirgssparkasse am 16. Oktober in Annaberg-Buchholz vorgestellt hat, wird also in einigen Filialen die neue Anlaufstelle für die Kunden sein. Dazu ist DIPS mit allerhand Technik ausgestattet. Zuerst hat DIPS einen Bewegungssensor, das heißt, wenn man an dieses Gerät herantritt, das tue ich jetzt mal, dann baut sich automatisch die Hauptseite auf und man wird quasi begrüßt. Hallo Sie, DIPSen Sie mich doch einfach mal an. Und das ist auch gleich die wichtigste Funktionalität. Man braucht kein technisches Wissen, um DIPS bedienen zu können, sondern es reicht, alle Bedienungen mittels Fingerdruck zu machen. DIPS besteht eben aus dieser Säule. Wir haben auf der linken Seite eine Kamera und ein Mikrofon. Im oberen Teil sind 2 Lautsprecher verbaut. Und auf der rechten Seite gibt es noch einen Telefonhörer. Dieser Telefonhörer ist auch antibakteriell. Und damit kann ich meinen Gesprächspartner, zu dem ich dann gleich eine Verbindung aufbaue, stummschalten, sodass man ihn nicht hören kann. Das zentrale Element von DIPS ist aber unser Videoservice. Das ist wirklich neu. Und Sie müssen sich das so vorstellen, bisher treten Sie in Ihre Filiale an den Sparkassenschalter, dahinter steht eine Kollegin oder ein Kollege und Sie wickeln Ihre täglichen Finanzdinge ab, die notwendig sind. Das ist zum Beispiel mal die Abgabe einer Überweisung oder die Änderung eines Dauerauftrages, die Umschreibung eines Kontos oder auch die Vereinbarung eines Beratungstermins. Und alles das können Sie live jetzt mit einer Kollegin per Videogespräch in unserem Servicecenter machen. Und die Schaltung geht jetzt entweder nach Annaberg-Buchholz oder nach Stolberg, weil dort sitzen unsere Kolleginnen im Service Center auf der anderen Seite. Und ich sehe schon, die Frau Habi ist jetzt hier da. Hallo Frau Habi. Hallo, herzlich willkommen bei der Erzgebirgssparkasse. Hallo. Ja, ich freue mich, Frau Habi. Ich hoffe, Sie können mich gut sehen und verstehen.
Ja, ich sehe Sie gut und verstehe Sie auch gut, Herr Leonhard. No? Dankeschön. Die Zukunft ist also auch bei der Sparkasse digital. Mit Angeboten wie der App, Internetbanking und Telefonservice werden gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten von den Nutzern vorausgesetzt. Was tun, wenn man diese nicht vorweisen kann? Ab dem 2.11. starten wir ja auch eine Kooperation mit der Volkshochschule des Erzgebirgskreises. Wir bieten an 5 Standorten Kurse an, um unsere Kunden, die vielleicht Lust drauf haben, mal mit der Sparkassen-App zu arbeiten oder auch Homebanking zu nutzen, aber vielleicht noch nicht so richtig den Mut hatten, das mal auszuprobieren, um unsere Kunden dort einfach mitzunehmen. Die Kurse stehen auf der Website der Volkshochschule oder stehen auch im Veranstaltungskatalog drin, kann man buchen. Man sollte auch schnell sein, weil es gibt immer nur 20 Plätze und deswegen wäre es gut, dort auch schnell zu sein. Und schon sind wir bei unseren Servicethemen für heute angekommen. Vor dem Wetterbericht und dem Blick in die Polizeiakten kommen unsere Kollegen der Serviceredaktion zu Wort. Sie haben Rückrufaktionen recherchiert. Und in ihrem ersten Beitrag geht es um eine süße Versuchung. Die Grünhardt und Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels Blüten dunkle Schokolade 3D mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.12.2021. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in Stichproben ein erhöhter Wert an Casein und Laktose festgestellt. Das Produkt ist nach Herstellerangaben zwar mit einem Spurenhinweis auf Milch gekennzeichnet, jedoch wurde der gemessene Wert als zu hoch bewertet. Zu den Produktdetails. Betroffen ist der Artikel Blüten dunkle Schokolade 3D mit der Artikelnummer 2340 und der Chargennummer 1911662 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.12.2021. Das Ausmaß einer allergischen Reaktion kann individuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, der Atemwege, der Haut oder im Magen-Darm-Bereich. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen. Kunden, die den Artikel bereits gekauft haben, können diesen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. In unserem nächsten Beitrag geht es um eine Rückrufaktion, die sich insbesondere an alle Besitzer von vierbeinigen Kleintieren richtet. Schauen Sie sich Ihre Führleine mal etwas genauer an. Vielleicht ist diese von der Aktion betroffen. Die Albert Kerbel GmbH informiert über den Rückruf der Rundlederführleine Roma. Grund für den Rückruf? Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass die zulässige Nickellässigkeit bei einzelnen Beschlägen überschritten werden kann. Betroffen sind Produkte, die im Zeitraum vom 21.06.2018 bis 21.11.2018 in den Handel gelangt sind. Zu den Produktdetails. Betroffen ist der Artikel Rundlederführleine Roma in der Farbe Schwarz mit der Artikelnummer 81097 und besitzt die Maße 200 cm x 8 mm. Außerdem besitzt der Artikel den Barcode 40 18 65 39 45 070. Kunden, die betroffene Artikel gekauft haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Gornau. Der 32-jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz fuhr am 18. Oktober gegen 3.45 Uhr auf der Dittersdorfer Straße in eine Linkskurve geradeaus und stieß neben dem Fußweg gegen einen auf einem Privatgrundstück befindlichen größeren Stein. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 10.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel kamen Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde fällig und der 32-Jährige durfte sich von seinem Führerschein verabschieden. Dieser wurde dann sichergestellt. Manch einer hätte sich sicherlich besseres Wetter am Wochenende gewünscht, wobei der Sonntagnachmittag örtlich ja gar nicht mal so schlecht war. Es blieb zumindest trocken, wie auch heute in weiten Teilen unseres Sendegebietes. In den Abend gehen wir mit einem leicht bewölkten Himmel.
Und im Laufe der Nacht reißt dieser dann auf, sodass man auch den Sternenhimmel beobachten kann. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Aber es steht uns eine frische Nacht bevor. Wer also nochmal vor die Tür muss, der sollte sich eine dickere Jacke anziehen. Und konkret sehen die Nachttemperaturen wie folgt aus. In Olbernhau, Niederneuschönberg zeigen die Thermometer zwischen 4 und 2 Grad an. In Marienberg-Moosheide übernachtet das Quecksilber ebenfalls zwischen 4 und 2 Grad. Und in der MZ-Stadt Zschopau bleibt es ähnlich frisch bei 3 bis 2 Grad. Der Wind, der weht leicht zwischen 6 und 8 Kilometern pro Stunde aus nordöstlichen Richtungen. Die ein oder andere kräftigere Böe ist aber nicht auszuschließen. Und am Dienstag erwartet uns ein überwiegend sonniger Tag. Die ein oder andere Wolke kann die Sonne aber hier und da auch verdecken. Am Ende des Tages können wir bis zu 6 Stunden auf dem Sonnenkonto aufbuchen. In den Abend und in die Nacht zum Mittwoch gehen wir dann mit einer leichten Bewölkung am Firmament. Das Mehr an Sonnenschein wirkt sich am Dienstag allerdings noch nicht so auf die Temperaturen aus, wie vielleicht von Ihnen gehofft. Am Nussknackermuseum in Neuhausen, da liegen die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Im Marienberger Ortsteil Gebirge zeigen die Thermometer zwischen 6 und 11 Grad an. Und an der ehemaligen Schule in Hohndorf, da lesen wir Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad ab. Der Wind, der wird allerdings eine Rolle spielen, denn er weht im Mittel zwischen 10 und 15 Kilometern pro Stunde aus südöstlichen und südlichen Richtungen. Es treten aber, insbesondere auch in unseren Höhenlagen, einige Böen auf mit Geschwindigkeiten von bis zu 48 Kilometern pro Stunde. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick für den Mittwoch und den Donnerstag. Am Mittwoch, da zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt. Die Sonne ist, wenn dann überhaupt, nur ganz selten und ganz kurz zu sehen. Mit Regen muss allerdings nicht gerechnet werden. Die Temperaturen, die steigen so langsam an und pegeln sich zwischen 9 und 15 Grad ein. Den Wind, den werden wir allerdings wieder spüren, denn er weht leicht mit um die 10 Kilometern pro Stunde aus südlichen Richtungen. Und auf den Bergen treten aber wieder Böen mit bis zu 48 Kilometer pro Stunde auf. Und am Donnerstag setzt sich das schöne und trockene Wetter wieder durch. Leicht bewölkt präsentiert sich das Firmament und das schraubt auch die Quecksilber auf 12 bis 18 Grad. Es wird aber windig mit ca. 12 Kilometern pro Stunde und in Böen auf den Bergen auch wieder locker bis 40 Kilometer pro Stunde. Das Ganze aus südwestlichen Richtungen. Und wie sich die Woche dann beim Wetter in unserem Sendegebiet entwickelt, das sehen wir dann morgen hier in unserer Sendung. Und schon hat unsere Sendung ihr Ende erreicht, liebe Zuschauer. Das war der Wochenauftakt bei Megional am heutigen Montag. Haben Sie nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie doch einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter der Adresse www.mef-line.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie Beiträge und Sendungen zum individuellen Anschauen rund um die Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut und bis morgen hier an dieser Stelle. Zum Schluss sehen Sie einige Impressionen vom Tag des traditionellen Handwerks am vergangenen Wochenende. Mehr dazu morgen in der Sendung.